Hallo! Kommt rein, kommt rein. Geht das alles? Alles gut. Also, nimmst du mich auf? Wow. So viele Menschen. Scheiße, Bernd. Wunderschön. Hallo. Ich bin Julian und ich mache das zwar nicht hauptberuflich, aber doch auch beruflich und auch privat und so, dass ich eigentlich kaum zu Hause bin. Also, naja, so kommt es zumindest manchen Leuten vor. Also ich bin ziemlich viel unterwegs. Und weil ich so viel unterwegs bin und irgendwann halt auch angefangen habe, mir mal über unkonventionelle Methoden und Gedanken vor, während und nach dem Reisen mir Sachen zu überlegen, habe ich irgendwann mal so angefangen, auf irgendeinem Barcamp einen Vortrag zu machen. Und daraus ist inzwischen ein Buch entstanden, das ich gerade schreibe für O'Reilly. Aus dieser Geeks-Reihe gibt es jetzt halt demnächst ein Reisen für Geeks. Und dann dachte ich mir, kann ich ja auch mal nochmal so ein, zwei Vorträge machen. Und ich will euch im Prinzip so ein bisschen erzählen von meinen Erfahrungen beim Reisen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Afrika und Elefanten, aber es ist mehr so, was gibt es eigentlich für coole Tricks, wenn ich Flüge buchen will? Wie packe ich mein Gepäck richtig, sodass es irgendwie nicht 2 Tonnen wiegt? Und wie kann ich auch innerhalb von nur 10 Minuten entscheiden, dass ich jetzt irgendwo hinfahren will und ich brauche nicht 48 Stunden Vorlaufzeit? Und da will ich euch jetzt einfach durchführen. Wer irgendwie Anmerkungen hat, weil er weiß, so, ey, ich kenne ja auch noch einen Trick, der auch cool ist und den hast du ja total vergessen, du Depp, dann meldet euch einfach direkt, oder wenn ihr irgendwie Fragen habt, dann meldet euch halt auch und dann können wir auch einfach so ein bisschen diskutieren. Also Reisen mit Technologie. Die Folien sind so ein bisschen einfach nur zur Unterstützung. Also zuerst geht es halt um die Vorbereitung. Wenn ich eben eine Reise plane, dann muss ich ja irgendwie vorbereiten und vorbereiten hat so mehrere Schritte. So zum Allerwichtigsten ist erstmal die Reise zu buchen und sich im Klaren zu werden, wo man eigentlich hinreisen will. Und das Zweite sind eben so die alltäglichen Dinge, die ich dann zu Hause zurücklasse und die ich aber nicht also nicht einfach so zurücklassen will, sonst passieren Dinge im Zweifelsfall. Und ja, den habe ich mal kurz eingefügt. Das ist der wichtigste Link, den ihr jemals finden werdet, wenn ihr ins Ausland müsst. Das ist nämlich ein Wiki mit allen, weltweit allen Anbietern von UMTS Prepaid-Diensten. Und der ist einfach total toll. Ich kann den auch nachher noch irgendwie twittern oder ins Wiki stellen oder sowas. Bitte? Spricht man es aus? paygsmwithdata.wikiup.com. Also das ist halt... GSM. Ja. paygsmwithdata, genau. Keine Ahnung. Also da habe ich ja zum Beispiel rausgefunden, dass es ja in den USA auch für $1,49 am Tag so Flatrate bei T-Mobile gibt. So funktioniert nicht so gut mit iPhones wegen Netzkram, doch. Also T-Mobile gibt es da auch noch. Die haben jetzt gerade Fusionierungsentscheidungen getroffen, aber also ich war da vor 2 Wochen noch und da gab es auch noch T-Mobile Stores und da gab es auch noch die Karten für $1,49 am Tag. So, und da kann man halt einfach sich so eine $10 SIM-Karte kaufen, hat so die ganze Woche halt Internet. Das ist ziemlich entspannt, sage ich mal, vor allem, weil du, wenn man so ein, wer so ein Android-Telefon hat, das macht halt in Deutschland nur halb so viel Spaß wie in den USA, weil da gehen diese ganzen Dinge so. Da gibt es dann plötzlich Google Talk mit Voice-Kram, da gibt es dann plötzlich, also Google Voice heißt es, glaube ich, da gibt es dann plötzlich so gescheit funktionierende Street View und überhaupt so diese ganzen Google Mapping-Dienste funktionieren alle so richtig gut und das macht Spaß, aber nur gut. Ansonsten, wenn ihr Bahnreise buchen will, der sei als erstes daran erinnert, dass es Bahngroßkundennummern gibt. Wem von euch sagen Bahngroßkundennummern was? Wer von euch kennt spontan, kennst du eine spontane Bahngroßkundennummer? Gut. Der Punkt ist, Bahngroßkundennummern funktionieren so. Wenn ich Großkunde bin bei der Bahn und meine Mitarbeiter machen 500.000 Euro Umsatz im Jahr mit der Bahn, dann kriege ich irgendwie 5% Rabatt. So, und wenn ich 750.000 Euro Umsatz mache, dann gibt es halt 6% und so weiter, das staffelt sich auch. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass es natürlich gut für mich ist, wenn mehr Leute Umsatz machen damit. Und es ist jetzt auch nicht so richtig verboten, die Nummer nicht weiterzugeben, weil zum Beispiel die Grünen sagen halt automatisch, wenn du Referent bist, hier benutzt die Nummer 2100464 und dann
dann, sonst kriegst du auch keine Fahrtkostenabrechnung. Und das haben auch manche Leute wie der DLRG einfach auch auf ihrer Webseite stehen, das kann man auch googeln. Mit den Bestimmungen so. Jetzt schrieb er so, du musst da einen unterschriebenen Wisch von unserer Zentrale bringen, dass du die Bahnhofskundennummer auch nutzen darfst. Das ist in der Theorie ganz schön, das interessiert den Mann am Bahnschalter echt einen Scheiß. So, der sagt halt einfach, ah ja, danke Großkundennummer, danke, hier 8% Rabatt. So. Auch auf das Ticket mit Bahncard-Abzug. Also wenn du 100 Euro zahlst, dann zahlst du nur noch 50, weil Bahncard, und dann zahlst du nur noch 46, weil Bahngroßkundennummer. Bitte? Kriegst du nur am Schalter. Außer du hast es geschafft, das ist aber nicht so einfach, deine Bahncard gleich mit der Nummer zu registrieren. Dann ist es halt einfach immer automatisch. So als Hinweis. Aber es ist nicht so, ich weiß nicht, also. Ups. Wie exakt? Also ich gehe einfach zum Schalter und sage dann. Hallo, mein Name ist. Gar nicht. Du sagst, hallo, ich hätte gerne ein Ticket nach Berlin. Meine Großkundennummer ist 2100464. Und dann sagen die im Zweifelsfall noch sowas wie, also ist mir auch schon passiert, so auf der Rückfahrt nach Karlsruhe, so, ach, dann fahren Sie ja gerade, dann dürfen Sie ja morgen wählen, ne, den blöden Mappus wegwählen, toll. ansonsten sagen Sie halt gar nichts, fahren die Nummer ein. Wer nicht mit der Bahn fahren will, weil er kein Geld hat, kommt vor, dem sei Headspace kaum empfohlen übrigens. Das ist ein Verzeichnis aller Trump-Locations in Deutschland und auch in Europa so. Also da kannst du so eingeben, ich will aus Berlin weg Richtung Süden, und dann sagt er dir halt, hier und da kannst du am besten stehen und deinen Daumen raushalten oder Leute anquatschen, um weiterzukommen. Das ist enorm praktisch. Und da gibt es, glaube ich, auch, ist entstanden als Projekt von so einer Trump-Mailing-Liste. Ich glaube, die ist auch verlinkt, da kann man sich auch nochmal so ein bisschen austauschen. Und gibt es auf jeden Fall so ein bisschen Community dahinter. Gibt's Couchsurfing, kennt wahrscheinlich irgendwie jeder, brauche ich jetzt nicht groß zu erklären, aber habe ich jetzt nochmal aufgeschrieben. Wer echt noch nerdigere Gespräche lesen will als in den obskursten Linux-Foren, der geht auf flyertalk.com. Weil auf flyertalk.com treffen sich die ganzen Ultra-Nerds in Sachen Bonussystem von Flugmeilen und internationales Flugtransportsystem, und die sind echt weird. Also ich verstehe da ohne Witz keinen einzigen Satz. Die haben da ihre eigene Sprache, und da gehst du halt hin und sagst, okay, ich plane jetzt irgendwie einen Flug nach Sao Paulo, wir hatten da eine Möglichkeit, und dann sagt jemand anders, ja, wenn du offiziell in Libyen startest, aber erst in Frankfurt zusteigst und nach Sao Paulo fliegst, dann kriegst du den Flug auf der Business Class für 750 Euro. Und das ist halt dauernd so. Also das ist halt echt absurd. Kann man aber sich so reinfuchsen, ich glaube, dann kriegt man auch echt billigere Flüge als die so. Also das gibt halt immer so Glitches im System. Also es gab mal so bei Expedia FR, wenn du da einen Flug von Frankfurt nach New York gebucht hast, mit Drittflug nach Baltimore, und den Drittflug nach Baltimore aber an die Zeit nach dem Frankfurt-New York-Flug gelegt hast, dann hat der Flug nur noch 200 Euro gekostet. Aber sowas muss man halt wissen, so kaputte Glitches. Ja. Genau. Gehen diese Aufschläge woanders hin, und dann kriegt man irgendwie den nächsten Teil. Ja, das ist irgendwie, also ich. Das ist super komplex, und ja. Das ist ein super, super komplexes Thema. Ich glaube, das ist so wie Pokern oder sowas. Wenn du da halt, wenn du das halt ernsthaft verstanden hast, dann kannst du damit auch Geld machen, ansonsten ist es reine Zeitverschwendung. Aber gut. Mitfahrzentrale habe ich jetzt auch nochmal mit aufgeschrieben. So, wer, ja. Nee, ich pack das irgendwo online. Im Wiki linke ich den. Die ganzen Vortragsfolien sind irgendwie, das ist so ein Flash-System, was online, Prezi.com. Also das kannst du auch einfach, das ist schon verlinkt, brauche ich nur den Link anklatschen. Und wenn ich das mal ändere, ist auch die Änderung drin. Das heißt, es kann halt sein, dass ich den Talk mal update oder so. Das zweite sind halt alltägliche Dinge. Was ist mit Post? Ja, und dann fährst du 2 Wochen weg, und dann kam aber gerade eine Abmahnung, und du hast ja nicht mitbekommen und musst jetzt irgendwie dumm zahlen oder solches Zeug. Es gibt jetzt aber neuerdings, also es gibt so eine Firma in den USA, die heißt Earth Class Mail, und die haben jetzt quasi in Europa über die Swiss Post, da gibt es Swiss Post Box. Und Swiss Post Box ist ein Postfach in Bamberg, betrieben von der Schweizer Post. Und da kannst du halt alles hinschicken, und die scannen dir für 35 Euro im Monat oder so, scannen sie dir alle Briefe, also den Brief selber, die Frontseite,
Und wenn du dann irgendwie so ein bisschen zahlst, dann scannen die da einfach den Inhalt ein. Du kannst halt sagen, den Brief hätte ich gerne den Inhalt. Scannen die das alles ein, schicken sie per PDF und dann kannst du es ja irgendwann nach Hause schicken lassen. Also es kostet so ein bisschen was, aber so wenn man mal so eine zweimonatige Weltreise macht, das ist echt entspannt, weil man einfach alle Briefe, die man so Papierbriefe kriegt, kriegt man dann halt als PDF und kann darauf reagieren, so auch mal von der Ferne dann doch noch die Heizkostenabrechnung unterschreiben oder so, überweisen. Genau, du machst einmal bei der Post einen Weiterleitungsauftrag ganz fürs Postbox und dann läuft es da halt hin. Und all den Spam, dann kannst du halt direkt sagen, schreddern bitte. Und dann, oder halt so Zeug, was man so kriegt. Ich krieg meine Gehaltsabrechnung per Post. Ich weiß ja, was da drin steht. Ich kann die halt auch einfach schreddern lassen. Das muss ich mir auch nicht anzeigen lassen. Aber so Bankauszüge ist schon so und Handyrechnung oder sowas. Gut, das kann man sich ja eh noch online geben lassen. Aber dann gibt's halt immer noch so Briefe vom Vermieter. Und die will ich halt schon sehen. Und die will ich halt am besten sofort sehen, weil im Zweifelsfall ist halt irgendwas. Was mit der Wohnung ist auch, ja, denkt halt dran, wenn ihr wegfahrt, weil sonst sind eure Pflanzen kaputt, wenn ihr welche habt. Also, so, das ist einfach auch nochmal so aufgeschrieben, um so der Vollständigkeit halber. Aber die so jemand, der einen Schlüssel von euch hat, ist selbst dann wichtig, wenn ihr nicht damit rechnet, dass was passiert, wenn ihr mal wegfahrt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, wenn ihr loslauft. Kleidung. Kleidung ist nämlich anders als ein Teil der Bevölkerung, zu denen wahrscheinlich nicht so gehört, glaubt, ist Kleidung Kleidung ist extrem wichtig im Reisen, aber Aussehen nicht. Und der Stil ist halt so halb wichtig, die Funktionalität und die Ersetzbarkeit sind das, was ihr haben wollt. Gibt da so diese Idee von der Personal Uniform zum Beispiel, dass man sagt, die Kleidung ist möglichst universell und funktionabel, die soll aber auch aus dem Moment, muss gleich dazu kommen. Dann bin ich schon wieder viel zu weit. Also ich erzähle auf jeden Fall mal grob, was das bedeutet. Wenn die Personal Uniform heißt im Prinzip das Konzept, dass man sich einmal einen persönlichen Kleidungsstil zulegt, der relativ simpel ist, der muss jetzt nicht scheiße aussehen, aber man kann halt sagen, zum Beispiel, also gibt so einen amerikanischen Blogger, der heißt Sean Bonner, der ist auch irgendwie so ein bisschen zum Teil, der war auch mal Monochrom-Gastkünstler, so, den kennt man vielleicht auch, und schreibt für Boing Boing und für ein paar andere Sachen, und der hat halt eine persönliche Uniform, das heißt, der trägt Hemden von Ben Sherman, Dickies Workpants und Schuhe von Vivo Barefoot und eine bestimmte Unterhosenmarke. Das klingt das irgendwie blöd, aber der kann die Kleidung beliebig weltweit nachkaufen, und zwar im Zweifelsfall in Sonderangeboten, in mehreren, also so, da gibt es Dickies Workpants zum halben Preis, kauf mal 10. So, zum Zweiten, er muss sich nicht groß Gedanken machen, wenn irgendwas kaputt geht, dann kauft das halt nach, auch wenn er unterwegs ist. Und zum Dritten, er kann einfach hier und da und dort auf der Welt so eine Teilmenge seines Kleiderschranks verteilen. So, er lässt halt irgendwie so einen Satz Kleidung in Paris, und wenn er in Paris ist, dann braucht er nicht mehr Klamotten mitnehmen, sondern hat die da. Wenn er in Los Angeles ist, hat er die gleichen Klamotten. Wenn er in Tokio ist, hat er die gleichen Klamotten. Und dann muss er halt mit relativ leichten Päckchen, kriegt er dann da runter, tauscht die da aus, packt die nochmal in die Wäscherei und lässt die halt von seinem Kumpel, wo das halt liegt, irgendwie waschen. Und der Vorteil ist einfach, wenn man wirklich viel unterwegs ist, passiert mir das relativ häufig, dass ich irgendwie so wochenweise unterwegs bin, gar nicht mehr zu Hause so zum Kleidungssortieren komme. Und B, es ist einfach echt praktisch, dass man sich da beim Reisen nicht so groß den Gedanken machen muss, sondern einfach so einmal weiß, was man hat, was man will, und wenn man es irgendwo nachkaufen kann, ist gut, und man kann damit so halt durch die Gegend fahren. Im Zweifelsfall ist halt Ersetzbarkeit echt auch das Ding, also die reißt die Hose und du hast nur zwei dabei und bist irgendwie 3 Wochen unterwegs, und dann musst du dir irgendwas suchen, was aber dann zu Hause vielleicht doch nicht, und so hast du halt einmal eine globale, mehr oder weniger globale erhältliche Marke oder sowas, tut da schon echt gut. Ansonsten, wenn man reist, ich habe zum Beispiel so eine kleine Jacke, so Regenjacke mit Gore-Tex-Kram, die wiegt 500 Gramm, und das ist auch echt empfehlenswert, so Zeug, das halt leicht ist, dass man irgendwie funktional brauchen kann, das aber, also aus dem Checking-Bereich gibt es da auch ziemlich viel Zeug, was jetzt nicht immer cool aussieht, aber wenn man gerade viel unterwegs ist, ist es halt echt hilfreich, dass diese eine Jacke eben überall immer dabei ist, weil man nicht gedacht hat, ach, das ist mir jetzt zu schwer für den großen Pelzmantel. Und schnell trocknen ist auch so ein Ding, wenn man mal so ein bisschen laufen musste durch den Regen, das passiert auch in Städten. Also nicht glauben, dass man nicht auch komplett klatschnass mit allem, auch dem Koffer und allem nass, irgendwie nur bei einer Reise irgendwie durch Schottland
kriegen kann, sondern das passiert dann recht häufig. Und schmutzresistent ist auch so ein Punkt, weil ihr nicht überall waschen könnt. Gleichzeitig empfehle ich total, nicht mehr als Klamotten für 2 bis 3 Tage mitzunehmen, alles andere im Hotel oder bei eurem Gastgeber oder sonst was einfach mit rein in der Tube zu waschen. Das kann Gepäck minimieren. Da komme ich aber gleich nochmal dazu, warum Gepäckminimierung so toll ist. Zu Computern und so wollte ich eigentlich nur kurz sagen, und leicht ganz gut ist, so den minimalen Anforderungen, die man hat, sind eigentlich die, die als Maximalforderungen gelten sollen, wenn ich reise. Ich muss kein overpowered 8-Core Gerät haben mit 17 Zoll, sondern es reicht halt im Zweifelsfall für fast alles irgendwie so ein kleines Ding. Mein MacBook ist mir zu schwer, so das werde ich jetzt immer austauschen und als permanenten Computer halt nur noch einen R haben. Und auch so Add-ons muss man sich halt zweimal überlegen, gerade so wenn man Fotoausrüstung hat, ist es halt echt immer so ein Kampf, weil man denkt sich am Anfang, Paul, ich will ganz viele Fotos machen und bei so einem Urlaub ist es auch gut, aber spätestens wenn man so ganz normal durch die Gegend fährt, ist es halt einfach alles zusätzliches Gewicht und dann will man vielleicht gerade so Nachbearbeitungskram vielleicht dann doch später machen und nimmt dann noch nicht noch die externe Platte mit und alles, also es sind so Überlegungen, die man sich halt machen kann. Also auf alles verzichten und unmöglichst reisetauglich alles machen ist schon sinnvoll. Auch so Sachen, so externe Soundkarte habe ich gerne, aber brauche ich nicht. Speicher, wie mache ich denn? Ich lieber einen USB-Stick, einen größeren mit, als irgendwie eine Festplatte oder sowas, weil man halt doch im Zweifelsfall keine 500 GB mit haben muss. So, es geht auch meistens mit weniger, auch wenn es dann schön ist und man sich irgendwo, aber es passiert, ja, das ist halt, Videofoto ist halt das nächste Thema. Das gleiche Problem ist mit Gadgets so, ich fahre halt genau mit einem Smartphone rum, mit einem E-Book-Reader und eben einem kleinen Laptop. Was? Messenger. Schreib mal einen Sorry. Das stand jetzt sicher total peinlich in den Nachrichten, richtig? das ist auch mehr so für eine gewisse Szene an Leuten irgendwie interessant, aber so mobile Apps und so sind halt echt sinnvoll. Also so auch so Quip und Google Maps und es gibt dann so Zeugs wie TripIt. Wo man so all seine Reisedaten reinladen kann. Das gleiche mache ich mit Evernote von euch. Ja, das anderes Publikum. Was ich cool finde, weil kann ich auch, also das sind halt alles, also so Cloud-basierte Dienste helfen halt echt, wenn man unterwegs ist. Also klar, Datenschutz und Kram und Leute können auf euer Zeug zugreifen, aber andererseits so, hey, ich kann da eine E-Mail hinschicken und meine Flugdaten sind einfach für immer gespeichert und ich muss die nicht, und wenn mein Laptop weg ist, dann gehe ich halt irgendwo in ein Internetcafé und rufe das ab. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Rail Navigator von der Bahn ist eine tolle App. So Sachen zum Erkunden der Stadt, zum Beispiel Google Goggles, sind toll. Das kann ich halt alles empfehlen. Also weiß nicht, was habt ihr so an Zeug, wenn ihr irgendwie unterwegs seid oder so? So auf dem Handy? Also bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel Alternativ. Da habe ich mein Laptop für ganz wichtige Zeug. Und dann noch so ein Standardgepäck für meine Reisen. Also ich übernachte meistens irgendwo, ich bin irgendwie. Also ich pendle und bin so ungefähr die Hälfte der Woche nur zu Hause. Ja. Und ja, dann habe ich zum Beispiel so eine Decke dabei, die sich immer sehr gefalten lässt. Da kommen wir nachher zu. Ja. Das ging jetzt nur um Smartphone-Apps, weil tatsächlich ist im Club irgendwie Clubumfeld die Smartphone-Dichte erstaunlich niedrig im Vergleich zu anderen Dings und das hat natürlich auch Gründe, aber ich kann auch Leuten gerade, die viel reisen, wirklich so ein Teil empfehlen, weil ich mich frage, warum ich, also wie ich ohne konnte, so seitdem ich eins habe. Also auf Reisen kann ich an Apps auf jeden Fall noch das Pakete empfehlen. Damit man, bevor es nach Hause geht, schon weiß, okay, was erwartet mich zu Hause, was vom Nachbarn abgeliefert wird, und muss mich noch einstellen, dass ich jetzt noch kurzfristig, bevor es woanders hin weitergeht, noch was irgendwie bevor abholen muss, dann kann ich mal rausgucken, wo das überhaupt ist. Ja, also dafür empfehle ich ja sowieso den Nachbarn, der den Schlüssel hat. Wenn man nicht sprach, spricht der Nachbar. Ja, also, Ich, also so cloud-basierte Dienste, da komme ich
wollte ich jetzt eh nochmal so drauf eingehen, sind erstaunlich hilfreich, wenn man irgendwie durch die Gegend reist, gerade wenn man dann wirklich im Ausland ist. Und zum Beispiel dann auch in Staaten reist, die einem dann vielleicht im Zweifelsfall den Laptop da lassen oder so. Dann gut, hat man vielleicht auch seinen eigenen Server, aber auch das ist ja irgendwo so ein bisschen, also die Idee, dass man irgendwie Sachen online packt, ist beim Reisen durchaus sinnvoll. Und so dieses, man sollte sich vielleicht nicht so ganz auf seinen Heimserver zu Hause zu verlassen, weil wenn der halt abbraucht und da landet halt alles, was irgendwie, was man jetzt nicht irgendwie resetten kann, und dann sind da alle Daten, die man so braucht, dann ist mir halt auch schon passiert. Deswegen habe ich jetzt eigentlich alles wirklich im Netz und lass mich überwachen, dummerweise. Aber das kann man ja auch so ein bisschen verhindern. Also, du hattest eine Frage, eine Anmerkung? Ja, also so das eine, da wo ich hinreise, habe ich immer ganz gerne in Form von Offline-Maps noch da. Offline-Maps, habe ich vergessen. Ja. Da gibt es so eine App für, wie heißt die? Offline-Maps, genau. Also die laden dir OpenStreetMap runter. Da kann man sagen, diesen Einzugsbereich, OpenStreetMap bitte. Und dann sagt der Herr, kostet 80 Megabyte, und dann lädt man sich die halt runter, und dann hat man die halt aber auch, wenn man unterwegs ist. Und das ist durchaus sinnvoll, wenn man mal so unterwegs ist, wo es gerade, also es gibt ja auch Länder, wo einfach so Dschungel ist oder so, dann hat man da auch keine Verbindung, selbst wenn man dafür zahlt. So, und dann ist es halt schon nicht schlecht. Und da sind auch Handykarten übrigens irgendwie sinnvoller als Papierkarten, weil die sind dann verknicken dann auch und so. Kommen wir noch ein bisschen weiter. Peripherie, mein Lieblingsthema, aber jetzt kann ich mir ein bisschen Zeug zeigen, wenn ich es dabei habe. Zipper kann ich total empfehlen. Also so USB-Kabel, die halt sich so aufrollen lassen, habe ich leider keins dabei. Die gibt es inzwischen auch irgendwie für so 1,20 € aus Hongkong bei eBay. Und ich kann sehr generell empfehlen, halt möglichst wenig Kabel, also lieber mit Adaptern zu arbeiten, denn je weniger Kabel man dabei hat, desto besser ist es, vor allem wenn man irgendwie einen Rucksack voller Kram laden muss. Und dazu gehört halt auch, dass man so Meshbags sich zum Beispiel besorgt. Das sind so Umschläge aus einem Gewebestoff. Da kann man halt alle Kram reinpacken, denn sonst sieht es ungefähr... Sieht halt so aus im Rucksack, und das ist halt nicht so cool. Also eigentlich mache ich es jetzt gerade total falsch, weil hier ganz viele Sachen rumliegen und die immer weiter nach unten diffundieren. Und ich dann irgendwann so 2 Monate feststelle, ach, da ist mein USB-Stick oder so. Und dafür halt so eine gescheite Aufräumsituation zu haben, ist sehr, sehr sinnvoll. Genau, Kabel, also so Zipper kann ich halt empfehlen, ja. Ja, genau, oder man sortiert es halt zumindest. Also das ist halt einfach Mist, wenn das alles so mal so rumfliegt und dann kaputt reißt, und dann fliegen die Pöppel vom Kopfhörer ab und man sucht sie ewig. Und, Strom ist halt das nächste große Thema. Also es ist so ein bisschen so, Strom und Internet sind so die zwei großen Dinger. Es ist so ein bisschen, also wenn man auf Reisen geht, dann hat man so ein bisschen ähnliche Anforderungen wie so von so einem Survival-Tracking-Menschen. So, der sucht halt morgens irgendwie, nimmt er sein gesammeltes Wasser, was er sich über die Nacht gesammelt hat, und geht halt rum und sucht den ganzen Tag über Wurzeln, und wir suchen den ganzen Tag über WLANs und sammeln über Nacht den Strom ein und packen ihn wieder auf den Laptop und aufs Handy. Und so ähnlich ist es, also so Devices, wo man Sachen sammeln kann, zum Beispiel solche, sind ziemlich cool. Das ist ein Sanyo KPCL2. Da sind 5000 mAh drin, 2 USB-Ausgänge, kann sich per USB oder Stromnetzteil laden, und dann kann man halt einfach irgendwie 2,5 Mal sein Handy laden, mindestens. Und man kann im Burger King Strom schnorren, aber man will nicht immer im Burger King sitzen, weil da riecht's nach Fett. Und außerdem hast du nicht überall Burger Kings. Also das Dümmste ist halt, was dir passieren kann. Du sitzt in einem Zug, der keinen Strom hat. Also zum Beispiel zum Regionalexpress, du merkst, langsam sinkt der Akku auf 8, 7, 6%. Du musst da am Zielort unbedingt noch jemanden anrufen oder willst halt sonst irgendwie noch was, und dann ist halt der Strom weg, und das ist alles ganz schlimm. Deswegen, solche Teile kann ich sehr empfehlen. Ja? Oder einen zweiten Akku dabei haben, wenn es geht. So, auf dem iPhone geht es nicht.
Man muss jetzt auch kein iPhone haben, aber ich finde es auch immer, also so A, rebootest du dein Telefon dann immer richtig und B, ich habe dann in meinem Handy noch immer noch so eine Hülle und da muss man das alles aufmachen und ach, ich habe dann immer lieber so ein Ding, so ein Zweitakku musst du dann vor allem, das nächste Problem ist, ein Zweitakku kannst du selten außerhalb des Handys laden, dafür brauchst du Ladestationen, dann brauchst du nochmal eine Ladestation und so. Das heißt, das hier kannst du auch außerhalb des Handys laden, meistens sogar am gleichen Rechner oder so, dann brauchst du schon wieder kein Netzteil. Das Ding ist wahrscheinlich günstiger wie das. Das hier kostet 32 Euro. Und, nee, ein Akku kriegst du günstiger. Bitte? Genau, es war einfach für einen MP3-Player und so. Und der Satz Akku, wie gesagt, den musst du halt immer im Gerät laden. Und das heißt, du musst, so du gehst ins Bett und musst den Wecker stellen auf 3 Uhr nachts, damit du den Akku leer wechseln kannst oder so. Im echten dümmsten Fall, weil so, du kommst am Zielort an, fällst direkt ins Bett, baust nächsten Morgen aber wieder Strom. Kommt halt vor. So, es ist jetzt nicht völlig unrealistisch. Steckdosenbedarf ist auch so ein Ding. Denkt an Konverter. Ja, wenn ihr ins Ausland fahrt, ich vergesse sie immer und muss mir dann am Flughafen für 15 Euro so einen scheiß Konverter kaufen oder im Land irgendwo und dann ewig suchen. Also das muss schon sehr glücklich sein, im sehr teuren Hotel sein, dass das Hotel dir irgendwie einen Konverter leihen kann, wenn du überhaupt ein Hotel pennst oder du nimmst halt Couchsurfing und dein Gastgeber hat halt keinen. Das ist halt alles Quatsch. Drei Versteckdosen kann ich auch sehr empfehlen. Die kann man, ja so als Symbolbild, sich auch selber löten. Da kann man zwei Sachen machen. Zum einen, klar kann man die auch an einen Konverter hängen, man kann aber auch, was mein Onkel mal mit einem Englischen gemacht hat, er hat ein englisches Endteil an einen deutschen Dreifachstecker gelötet und kann dann halt einfach direkt in die Steckdose packen. Und du kannst halt auch vor allem, was halt auch sehr sinnvoll ist, wenn man so einen Dreifachstecker hat und dann nochmal 2,5 Meter Kabel dran, das ist blöd. Und man kann das Kabel natürlich so kurz machen und dann den Stecker dran löten, dann hängt das halt einfach an der Steckdose dran. Das habe ich auch schon gesehen, Pate Luna zum Teil zum Beispiel. Und wer jemals Zug gefahren ist und sich mit seinem Sitznachbar über die Steckdose gestritten hat, weiß, wie königlich es sich anfühlen kann, plötzlich eine Dreifachsteckdose in der Hand zu haben. Gepäck. Da zählt halt vor allem, dass es robust ist. Ja, es ist nichts Blöderes, als einen Nylon-Rucksack zu haben, wo der Gurt irgendwie, der Rucksackriemen auf halber Strecke reißt, man den dann irgendwie notdürftig flickt, das tut dann weh und dann kommt man irgendwie so nach einem Tag in der Stadt irgendwie rumlaufen an und hat einen total kaputten Rücken. Leichtigkeit ist auch eine gute Sache, aber da komme ich gleich zu und zur Handlichkeit. Es bringt halt nichts, wenn man sich so einen Koffer kauft, der ist total geil, weil da kriegt man sogar noch seinen Desktop-PC unter. Aber dann kommt man so an am Zielort und denkt sich so, ach scheiße, jetzt muss ich den schleppen. Und dann geht's irgendwie ein paar Treppen hoch und wieder runter so und dann muss man irgendwie noch über große Straßen laufen und dann ist es halt alles zu blöd. Ich habe zur Robustlichkeit nur eins zu sagen, wer diese Teile nicht kennt, die sind im Club ziemlich verbreitet, außerhalb des Clubs kennt keiner. Das sind Bubble-Bee-Rucksäcke. Die haben, da gibt es so ein Video, wo jemand mit einem Baseballschläger draufhaut und die Glasflasche drin und der Rucksack ist dann aber kaputt. Aber die sind halt als Rückenprotektor fürs Motorradfahren zertifiziert. Da kann man einfach mal vom Rad knallen oder sonst wie und da ist ein Laptop drin, das passiert halt einfach gar nichts. Fällt direkt auf und es macht halt nichts. Die sind halt, das Nonplusultra, was das angeht. Außerdem sind sie unglaublich ergonomisch. Sie sitzen auf dem Rücken wie eine Eins. Je mehr Zeug man reinlädt, desto mehr gerät das Gewicht einfach hier ins Kreuz. Und ich bin übrigens nicht von denen gesponsert. Aber ich finde die Teile halt geil und man kann halt wirklich einfach viel Kram einladen und das den ganzen Tag damit rumlaufen, das tut halt nicht weh. Also ich habe da echt so einen ganzen Kongress schon mitgemacht oder so, mit viel Kram drin, noch eine Kamera und alles Mögliche drin und das ist halt nichts passiert. So, es ist mein Rücken war halt am Tag dann noch okay. Dazu gibt es auch so coole Zusatzgadgets so zum Gepäck reintun und sowas und deswegen ist das Ding auch, also man kann da halt einfach nochmal 15 Kilo außen rumpacken mit Klamotten drin, das reicht dann irgendwie für 3-4 Tage und mehr sollte man eh nie mitnehmen. Das heißt, mit so einem Teil kann man im Prinzip schon permanent verreisen, wenn man einen kleinen Laptop hat, wenig Stromdevices, wenige Kabel,
eine extra Hose plus zwei extra T-Shirts plus drei extra Unterhosen und ein paar Socken in dem Gepäckdings unten in dieser Rolle drin. Eine 500 Gramm Jacke oben noch eingepackt. Also das Setup, was ich habe. Mit Ausnahme davon, dass ich dann nicht mit Flüssigkeiten ins Handgepäck darf, kann ich das Ding im Prinzip ins Handgepäck nehmen, muss ich halt mein Shampoo und Kram rausschmeißen, immer wenn ich fliege oder sowas, aber da, ansonsten kann ich damit halt einfach permanent unterwegs sein und das ist halt nichts, was mir jetzt großartig fehlt. Tipp, nimm festes Shampoo. Festes Shampoo? Ja. Festes Shampoo? Ja. Erzähl. Lush, echt? Das hat benutzlich wie Seife. Hält ewig, kostet nicht viel. Okay, cool, danke. Festes Shampoo. Noch nie davon gehört. Es gibt Zahnpasta-Tabletten? Oh mein Gott! Ja, also es ist echt. Es gibt. Kommt das aus dem Trekking-Bereich oder? Echt? Aber ich muss mal zu Lush. Bitte? Der Rucksack kostet 200 Euro und das Gepäck, der Extra-Teil kostet 60 Euro. Aber danach braucht man keinen mehr. Und die sind auch so ultra-kulant, was so Garantiefälle angeht. So, mir ist das Nylon-Teil in der Mitte gerissen nach anderthalb Jahren. Oh, nehmen Sie einen neuen Rucksack und nehmen Sie außerdem den hier zum halben Preis, wenn Sie wollen, noch dazu. So. Also die sind echt cool. Was ist diese Aussparung? Halt das ist einfach das Teil, damit das dir im Rücken an, hinten dran hängt. Ja, da kannst du diesen Anhänger dranhängen, also diesen, ja, die Beutel oder so, oder ein Netz oder ein Schlafsack oder so reinhängen. Also, gibt es da so Gurte drumherum? Also ja, es gibt ein Netz und es gibt hier ja irgendwie so Ösen und da unten auch, da kannst du auch so Gurten ranziehen. Und es gibt sogar, diese Teile kann man alle extra kaufen, wenn es kaputt geht, dann geht es halt kaputt, dann kauft man sich für 5 Euro ein neues oder so. Das ist auch sehr empfehlenswert. Also, Bubblebee, B-O-B-L-B-E-E. Ja, es gibt auch ganz viele andere Systeme, aber das ist schon extrem cool und extrem leistungsfähig. Und da kommt es eigentlich auch so ein bisschen drauf an. Weil der Punkt ist halt, also der nächste Punkt ist übrigens, es ist total sinnvoll, wer auf dem Kongress schon mal war und nur ein Gepäckstück dabei hat, weiß das. Entweder man schmeißt irgendwie alle seine Klamotten auf den Haufen, da wo man halt gerade pennt, oder man hat halt permanent irgendwie Klamotten im Rucksack, wenn man auf den Kongress geht, um seinen Laptop mitzuschleppen. Und da kannst du halt einfach das Klamottenteil abtrennen, legst es in die Ecke und gehst mit dem Rest halt irgendwie herumlaufen auf den Kongress oder sonst wo und stört halt nicht. Also Kleidung von Equipment trennen und wenn man dann noch so extra Fächer hat, wo man auch eben mal Sachen rausnehmen kann, das ist auch cool. Also man steigt in den Bus ein oder in die U-Bahn, fährt jetzt noch 10 Minuten, möchte aber irgendwas noch eben schnell am Laptop machen und braucht außerdem noch auf dem Handy irgendwelche Daten, die man per USB-Kabel. So, wenn man dann in den Rucksack greift und erstmal 3 Minuten rumkramen muss, um dann Sachen rauszuziehen, die dann erstmal durch das ganze U-Bahn-Abteil fliegen, dann spätestens dann ärgert man sich, dass man nicht richtig eine Ordnung im Rucksack hat. Und da hilft es halt total, wenn man einfach so weiß, das, kann eben zusammenschicken. Auch wenn es schnell gehen muss, mal eben kurz hier Kabel dran, da Kabel dran und dann funktioniert das alles. Das ist extrem hilfreich. Also ich bin echt der Letzte, der irgendwie sagt, seid ordentlich, aber weil bin ich halt eigentlich auch nicht, aber so im Reisen, wenn ich gerade weiß, dass es halbwegs effizient sein muss, dann schaue ich schon drauf, dass alle Kabel eben in einem Umschlag sind oder in mehreren, dass das irgendwie alles so im Rucksack liegt, dass ich da schnell drankomme und dann schaue ich auch, dass es sortiert ist. Auch so ein beliebter Fall ist so, man steigt in den Zug ein, stehen alle bis hinten durch, man will aber an den Sitzplatz mit Tisch. Und dann packt man irgendwie, weil man nicht sich hier hinsetzen kann und dann kommt so, ich will aber meinen Laptop und meinen E-Book-Reader, mein Handy und außerdem will ich noch aufladen und das aufladen und meinen Dreifachstecker. Und dann steht man so, dann wollen einen Leute verprügeln, weil man so lange die Leute aufhält. Also ist so ganz cool, wenn man einfach so zack, zack, zack und ich pack das dann da hoch und setze mich hin. Ja, ansonsten ist halt das Gewicht wichtig, die Bequemlichkeit ist auch gut und vor allem siegt halt, dass das ergonomisch irgendwie sich gut anfühlt. So, wer verreist und dabei irgendwie eine Sporttasche dabei hat, merkt halt schnell, dass wenn man mal irgendwie so 2 Kilometer zum Hotel laufen muss oder zur Jugendherberge, zum Gastgeber, Couchsurfing, was auch immer, dann ärgert man sich halt, dass man nicht irgendwas hatte, was auf dem Rücken richtig passt oder was zumindest ziehbar ist oder so. Ansonsten fällt mir so ein paar weitere Sachen ein. Kosmetikproben sind
total geil, so das Beste nach trockener Seife und trockenem Shampoo. Die gibt es zum Beispiel im DM, kosten ein bisschen mehr, sind aber so klein und die kann man dann A, im Flug halbwegs gut mitnehmen, B, nehmen sie halt kein Gewicht weg. Also Gewicht ist tatsächlich so ein Thema. Gibt ja so Tracking-Foren, ja, und Tracker sind aus der Hinsicht ja echt auch, habe ich ja vorhin schon so gesagt, sind halt irgendwie ganz ähnlich. Die haben halt nur eine andere, Definition von unwirtlicher Region. Und die haben halt auch, da gibt es so Tricks, so mit, gibt ernsthaft Leute, kein Scheiß, die bohren sich Löcher in die Zahnbürste, damit die leichter ist. Das ist somit das Nonplusultra von dem, was ich je gesehen habe. Also, what? Aber gut, so kleine Pröbchen. Auch so Mikrofaserhandtücher, die gibt es halt auch im Trekkingbedarf, sind halt so groß und die trocknen halt super schnell und damit kann man sich halt abtrocknen und die lassen sich halt auf so klein zusammenfalten und dann kann die halt auch noch mit ins Pack. Und das ist auch sehr sinnvoll, wenn man unterwegs ist, weil nicht überall gibt es Handtücher, also in Hotels schon, aber in Jugendherbergen manchmal schon nicht. Und wenn man irgendwo so den, also was ich so als Standardfall in Berlin habe, ist so, klar pennen bei uns, wir haben da noch so eine Wohnung, die nutzen wir eigentlich nicht, da gibt es auch kein Licht, aber warm Wasser ist immerhin da, aber ansonsten haben wir da eigentlich auch nichts, aber penn doch da. Und dann so, hey cool, ich brauche ein Handtuch, das ist ja total, ich habe ein Handtuch dabei, das ist sehr sinnvoll. Machen die Dinger auch ordentlich trocken? Ja, die machen auch ordentlich trocken. Also, ich habe damit ein Problem. Nee. Nehmen die Wasser auf? Na, die nehmen schon, also angeblich nehmen die Wasser auf, so. Also ich habe es jetzt auch noch nicht, ich nutze sie deswegen nicht, aber ich habe sie nur drin, weil ich weiß, dass Leute sie nutzen, ich nutze sie deswegen nicht, weil ich lange Haare habe. Und das ist einfach, das kannst du halt damit vergessen, die kriegst du nicht auch noch annähernd trocken und gerade wenn Winter ist oder sowas, dann schaue ich meistens eher sogar, dass ich einen Föhn irgendwie mitnehme. Das ist so ein bisschen Behinderung dabei. Ansonsten schaut mal im Trekkingbedarf, was es noch so für Zeug gibt. Also, wenn man so in einen Trekkingladen geht, das ist echt cool. So, wer da noch nicht war, so denkt so Baumsägen, so ein Draht mit so einem Draht außenrum, wo man dann irgendwie so theoretisch wiegt der halt 2 Gramm und dann gehst du halt einen Sekten Baum ab. und so Zeug. Also, da gibt es schon viel geilen Scheiß und da kann man auch sehr, sehr viel. Das ist halt auch so ein bisschen Kreativtechnik nutzen. Es gibt viele Sachen, die sind halt dafür ausgelegt, dass man durch das hier in der Sierra Nevada barfuß rennt und dann stellt man fest, dass es irgendwie so in der Großstadt auch ganz cool kommt, wenn man sowas dabei hat. Ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der hat halt aus so einem, gibt es so Trekking-Gewürzdinger, ne? Die haben so einen Schlüsselbund und ich kenne halt Leute, die haben da halt nur so verschiedene Sorten Cayennepfeffer drin, damit sie halt, wenn sie im Restaurant sind, halt irgendwie... Der halt irgendwie Chili-Pulver, keine Ahnung, so verschiedene Sorten hat, damit man halt nachwürzen kann. So, den kann man halt, ne, so, was auch immer man will, da gibt es ganz viele Sachen. Es gibt auch nicht im Trekkingbedarf, aber was auch cool ist, also als noch Device-Hinweis, ist halt, gibt so, kennt jemand von euch diese Viertel-Dollar-Münzen, die holen? Gibt so hohle Viertel-Dollar-Münzen, hat man so einen Ring dabei, zieh mal ab, legt die Viertel-Dollar-Münze rein, knallt das Ding am Tisch und geht auf. Und da drin passt halt eine Micro-SD-Karte und auch 2. So, wenn man über gewisse Grenzen überschreitet oder so, also so nach Amerika fliegt, dann ist es vielleicht gar nicht so blöd, sowas halt zu haben, weil die das, also Amerika ist vielleicht so, die sind so ein bisschen gewiefter, aber so, mir hat das jemand erzählt, der ist nach in Libanon eingereist und hatte das Ding lieber so im Geldbeutel, als irgendwie einen offensichtlichen USB-Stick dabei zu haben. Auch sinnvoll übrigens, gerade wenn man viel unterwegs ist, ist, dass man zusätzlich zu seinem Laptop, der einem immer gestohlen werden kann, noch einen USB-Stick mit einem Linux drauf hat, das einem so halbwegs so bootable ist, dass man so halbwegs konfigurieren kann, damit man dann doch noch im Internetcafé so sein eigenes Betriebssystem und seinen eigenen Scheiß. Mir hat jemand kürzlich erzählt, die war halt dann, gut, die ist jetzt auch nicht so technisch bewandert, aber die war halt dann im Ausland und hat dann immer so, wollte dann immer so ihre Fotos hochladen auf ihr Blog, irgendwie, wenn sie gerade unterwegs war. Und dann war sie halt im Internetcafé und nach dem zweiten hatte sie irgendwie Viren auf der Kamera drauf, also so auf der SD-Karte. Und das ist halt alles so unsicher, dass man halt einfach so ein Betriebssystem mit haben will. Was fehlt, sind so Sachen, so Bezahlungsoptionen im Ausland, da gibt es halt verschiedene Sachen, da sollte man sich aber Gedanken zu machen. Kreditkarte ist gut,
verschiedene Möglichkeiten, dein Homebanking zu kommen, ist gut. Zu wissen, dass es sowas wie Western Union gibt, wenn man wirklich nackig ausgezogen in der Gosse in der Bronx liegt und irgendwie nicht mehr weiß, was ist, weil man gerade komplett ausgeraubt wurde, dann kann man sich halt per Western Union Geld schicken lassen, muss man nur zu Hause anrufen, sagen, Mama, hier bitte mal 200 Euro, damit ich wenigstens eine Unterhose kaufen kann. Das ist echt hilfreich. Deutschland geht das nicht so schnell, das dauert mal eben 2 Wochen oder so, bis die Unterlagen haben, um ein Konto eröffnen zu können. Weil die machen es in Deutschland per Post ein und schicken das aus Österreich dann irgendwie hierher. Okay, das heißt, das heißt, du willst im Zweifelsfall ein Western Union Konto, ja? Schon vorher haben. Ja. Genau. Gut, das kann man halt sich echt überlegen. Also es gibt halt so Fälle, ein Freund von mir ist halt durch Südamerika getourt, so in Kolumbien mit dem Bus gefahren, Touristenbus, steigt halt eine Rebellengruppe ein, hält allen eine Kalaschnikow ins Gesicht, schießt einmal in die Decke und will halt alles haben. So, in dem Moment hast du halt keine Lust, deinen Laptop zu verheimlichen, irgendwelche USB-Sticks zu verheimlichen oder auch irgendwelche Geldscheine irgendwo zu verheimlichen oder auch nicht deine Kreditkarte, sondern gibst du halt einfach alles raus. Und das ist sinnvoll, einen Reisepass und einen Personalausweis beides dabei zu haben an getrennten Orten. Das ist sinnvoll, irgendeinen Plan zu haben, wenn es Travelers-Checks sind oder irgendwas, damit man sich irgendwo Geld schicken lassen kann. C, sowieso habe ich hier auch stehen, Reiseauslandsdingens Unfall und sonst was Versicherungen. Die gibt es irgendwie so bei der Volksbank für 5 Euro fürs Jahr oder so. Und einfach so einen gewissen Plan im Hinterkopf zu haben, was man sonst noch vorhat. Und das muss übrigens gar nicht mal Kolumbien sein, so ein Scheiß kann dir auch passieren, wenn du in Los Angeles in die falsche Straße gerätst. So, das kenne ich halt auch Leute, die halt plötzlich da plötzlich jemanden Mund zu Mund Beatmung geben mussten und irgendwie eine Schusswunde festhalten mussten, bis die Bullen kamen und die halt selber fast einen Schuss abgekriegt haben. Die Welt ist böse und deswegen ist es echt sinnvoll, wenn man so ein, zwei Sachen einfach in der Tasche hat, sich vorher Gedanken gemacht hat, wenn man reisen war oder reisen geht. Was passiert eigentlich, wenn alles kaputt geht und wo tue ich mein Geld hin und wie funktioniert das alles? Das wollte ich gar nicht. So, ansonsten dachte ich, quatschen wir noch ein bisschen. Hier sind noch ganz viele Links und Infos zu den Akkupacks, zu Kleidung, Schuhe. Es gibt ziemlich coole Barfußschuhe, die trage ich auch. Da läuft man irgendwie, als ob man keine Schuhe anhat und das ist total super und die kann man halt auch weltweit nachkaufen. Das ist halt auch so ein Teil von meiner entstehenden persönlichen Uniform. Es gibt Unterhosen von Ex Officio, die sind, und es gibt auch Hemden von also die sind auch so Merino-Wollen-Kram. Nee, ich weiß nicht genau. Nicht Merino, sondern irgendeine anderen Wolle. Stinken die nicht so schnell. Das heißt, man kann die halt auch echt problemlos mal einen zweiten Tag anziehen. Und B, kann man die halt mal eben in Wasser halten und so und dann wieder anziehen und dann sind sie halt gewaschen. Also mal, die trocknen halt schnell und sind leicht waschbar. Das ist halt auch echt hilfreich, wenn man irgendwie schnell unterwegs nur mal eben schnell Klamotten waschen will und 2 Stunden Zeit hat. So, und jetzt dachte ich, höre ich noch ein bisschen von euch. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder mich berichtigen wollt oder sagt, ja, ich würde gerne noch zu dem Thema was hören, was machst du denn da auf einer Reise? Das hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dann sagt halt Bescheid. Du? Ich wollte nur noch kurz die Erfahrung teilen, dass wenn man sich entscheidet, mit knappem Gepäck zu reisen, dann könnte es bei der Einreise in gewisse Länder zu Schwierigkeiten kommen, beispielsweise wenn ein so ein Homeland Security High dann vorrechnet, dass man weniger Unterhosen dabei hat, dass man lächeln bleibt und dass er deswegen annehmen muss, dass man sich am 3. Tag in die Luft sprengen will oder so. Das muss man dann halt abwägen, ob man diese Diskussion führen möchte oder halt doch lieber zwei. Also ich habe übrigens zwei Sachen, also ich meine das auch total ernst. Ich finde ja, das ist halb richtig, man kann die auch immer mit reiner Tour überzeugen, denke ich. Kommt natürlich auch immer darauf an, aus welchem. Ja, die Amis sind ja aber auch extrem. Was mir immer hilft, ich bin ja auch so jemand, der sagt, der irgendwie die Staatsmacht jetzt nicht so gut findet und so Grenzkontrollen auch echt nicht mag, aber an Grenzen bin ich immer der totale Duckmäuser. Bin total freundlich. Total zuvorkommt, echt super lieb zu den Leuten und ey, die winken mich durch. Huch, weil die Leute sind echt manipulierbar. Wenn du da hingehst und sagst, und mit so einem leichten Agro-Blick und so, ich will, wenn du mich fehlst, dann bist du so, dann hasse ich dich so, dann hilft es halt nicht so viel. Wenn du aber hingehst und sagst, good day to you, sir, how are you today? Dann machen die meisten so ein,
oh wow, thank you. Und, und sind dann halt auch so, ach komm, komm rein. Also man darf es doch nicht übertreiben, weil das habe ich auch mal gemacht, dann war ich gleich so, aha, bist jetzt aber schon ein bisschen so. Aber ansonsten ist es echt, also so Freundlichkeit und so echt zuvorkommen und alles, na klar mache ich meine Tasche auf, ist doch völlig selbstverständlich, dass du jetzt reingucken darfst. Und so ein leicht, also auch so, wenn die deinen Laptop nehmen und da so einen Swipe-Test machen, so auf Sprengstoff, was auch schon passiert ist, du merkst, du hast den Bildschirm nicht gesperrt und jetzt machen sie da, tippen dir irgendwie gerade in deinen Texteditor ganz viele Zahlen ein, weil sie da mit dem Tuch drüber reiben. Trotzdem einfach so nett sein und, ah, danke, ja, ich kann es ja verstehen. Und ich habe auch mal den Fall gehabt, dass ich gesagt habe, also ich hatte so meinen Rucksack, so Reiserucksack dabei, oben drin alles voll mit Kabeln, so drei Ladegeräte, eine Docking-Station für eine Kamera, irgendwelche USB-Kabel, bla bla bla. Musst du das ins Sondergepäck einchecken, weil so Rucksäcke müssen immer, also so Trekking-Rucksäcke kommen oft ins Sondergepäck, Sperrgepäck. Und dann meint er so, ja, machen Sie oben mal auf und oh, und zeigen Sie mal und oh, auf der Dockingstation bitte die Taste drücken und alles so ganz so, Security halt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, ist ja kein Problem, ich kann ja verstehen, das sieht ja auch so ein bisschen aus, vielleicht auf dem Röntgen kann es ja auch so ein bisschen aussehen wie eine Bombe. Also, sagen Sie bloß nicht Bombe. Also man kann übrigens auch viel mehr Spaß mit Sicherheitsbeamten haben, wenn man genau dann Protokoll befolgt. Hatte dann auch so mal, war in Frankfurter Flughafen und hatte noch so ein Stündchen Zeit und bin dann irgendwie so, da gibt es so einen Supermarkt im Frankfurter Flughafen, der hat so Supermarktpreise und nicht so Flughafenpreise, und da habe ich mir dann so eine Fruchtbuttermilch geholt, und als sie noch in so mit so Aludeckeln waren und nicht so komisch diese neue 400 ml Form. Und bin dann damit so zum Security Gate gelaufen, und der Typ am Anfang, gibt so eine Schlange, der Typ am Anfang meint so, hey, mit Getränk dürfen Sie aber nicht da rein. Ich so, ja, weiß ich, aber da vorne ist ein Mülleimer, dann schmeiße ich es da rein. Und dann hatte ich es halt so getrunken, bis ich da ankam, und da war aber kein Mülleimer. So, und dann habe ich halt dem Security-Menschen mir gezeigt, so, gucken Sie mal, ist leer. Ich nehme das jetzt und gehe damit durch die Schleusen, da hinten schmeiße ich es in den Mülleimer. Und er so, ja klar, kein Problem, ist alles aufs Band gelegt, und wollte dann gerade durch, und so, halt! Da ist ja Metall dran, weil hat ja einen Aludeckel. Und dann hat er sich halt tatsächlich entblödet, das Ding mehr abzunehmen, sich dabei die Hände richtig dreckig zu machen und das in einzelnen Plastikbehälter zu stellen und durchs Röntgen zu schieben. Wenn ich es dann grinsend genommen habe und in den Mülleimer geworfen habe. Ja, klar, aber... Ja, für bitte? Ich habe dieses Jahr in San Francisco wegen so etwas fast echt Ärger bekommen, weil sie das im Nacktscanner entdeckt haben und mich dann gefragt haben, was haben sie denn in der Hosentasche? So, nichts. Aha. So, oh, mein Kopfhörer. Das war denn echt so, das war denn so fast schon, werden schon fast die Alarmglocken angegangen. Auf keinen Fall mitnehmen, wenn man irgendwie zu Weihnachten mal einen Christstall mitbringen will, in den USA oder so. Na doch, ach, das wusstest du halt nicht. Das darfst du halt nicht ins Handgepäck, dann machst du es in den richtigen Rucksack. Da war auch schon alles. Marzipan in der Mitte? Also anderer Inhalt in der Mitte? Achso, Marzipan meinst du? Ist, das Problem ist die Verdichtung von den Zeugs. Die lässt eigentlich von den Sprengstoffsensoren irre werden. Ah, lustig. Ja, Laptops, also wenn ihr definitiv wollt, dass eure Koffer nochmal von der TSA untersucht werden, macht einfach einen Laptop rein. Das, ja, ich habe halt regelmäßig einen Präsentationslaptop, wenn ich für die Firma wegfahre, dann habe ich halt noch so meinen privaten Laptop im Rucksack und noch so ein Windows-Dings, was halt irgendwie Spiele kann und so, weil ich arbeite in der Spielefirma, habe ich halt im Koffer. Und da habe ich halt immer so Zettel drin mit, hallo, mein Name ist Officer so und so und ich habe ihren Rucksack, ihren Koffer angeschaut und das Device, und ich denke mir so, da fehlt eines von den Snickers mit Mandel. Bin mir ganz sicher, dass Leute meine Snickers immer essen.
So, das ist ja so ein beliebter Sport in den USA, dann nur so tonnenweise amerikanische Süßigkeiten mit nach Hause zu bringen. Das muss man abzählen vorher. Ja. Das könnte man noch machen. Ich bin mir sicher, dann bist du echt dran mit dann wollen sie dich aber, dann machen sie da aber eine Laboruntersuchung von einem Teil und so. Nee. Ja. Können auch so einen einzelnen Donut reinlegen. Ja, noch jemand irgendwie Anmerkungen eigentlich? Akkupacks, das sind viele Geräte, die so also Mikrobatterien haben wollen. Da gibt es diese wahnsinnig gestaltete USB-Stecker drin. Du hast eigentlich nie ein scheiß Ladegerät dabei. Ich hab das. So, da sind keine Mini-Dinger drin. Und Eneloop sind übrigens die besten Akkubatterien, die es überhaupt gibt. Ja. Aus irgendeinem Grund. Aber das ist so von Sanyo. Ich habe noch nie irgendjemanden gehört, der da nicht total begeistert ist von den Dingern. Außer du sagst irgendwie, die seien doof. Hast du so mit der Hand gesagt. Naja, die haben halt nicht so viel Kapazität, aber man kann sich selbst laden, man kann sie einfach ewig in der Schublade rumliegen lassen. Ja, also. Also, ich weiß gar nicht, haben die wirklich weniger Kapazität? Also, ich komme auf die Hälfte oder weniger von denen aus. Ah, okay. Aber die von Ansmann gehört nicht auf die Schule. Die von Ansmann? Ja, okay. Also, das hat keins drin, aber dafür hat es einen USB-Lader auch. Der kann halt 500 mAh laden und das mit dem ganz normalen 5-Volt-Netzteil, das auch sehr standardisiert aussieht, er kann halt mit 1000 mAh laden. Das heißt, kriegt man das doppelt so schnell aufgeladen, aber ich empfehle das, weil so, es gibt ja auch so Teile, da muss man dann die Akkus rausnehmen, ein Ladegerät, da hat man ein zusätzliches Ladegerät mit dem Koffer. Mag ich nicht. Also ist alles doof. Deswegen sowas hier. Von Fliegen würde ich noch erzählen. Ja? Ich bin von Frankfurt geflogen, England, und da gibt es zwei Securities. Einmal, wenn man halt reingeht, normal Security bereich, dann kann man halt da Duty-Free-Shop, ich habe eine Cola gekauft, ist nicht den 70 Euro Whisky, aber dann kommt halt doch die Security, wo man wieder keine Flüssigkeiten mehr durchnehmen darf. Und das ist unlustig, weil man muss halt wieder alles freilassen. In das London? Ich habe mich informiert darüber gegebenenfalls. In London? Frankfurt nach England. Da gibt es, ich glaube, 5 Gates oder sowas nochmal, die nochmal eine zweite Security versehen. Und die auch nicht zulassen, dass man... Also ich habe meine Cola wieder weggeschmissen. Spannend. Halt nur Cola. Also was ja total beknackt ist ja... Ist ja das. Ja, also, England hat halt. Also, eine der Möglichkeiten könnte halt sein. Also, England hat das zum Beispiel. Da gab es ja vor so einem Jahr oder so oder zwei so ein paar Nigerianer, die sind halt in Lagos eingestiegen, wollten dann in die USA fliegen und sind dann in London rausgefischt worden mit irgendwas, was Bumm macht. So Waffensprengstoff, keine Ahnung. Und die haben halt ausgenutzt, dass es in Lagos halt korrumpierbare Security-Menschen gibt oder. Dumme oder nicht so gut ausgebildet zumindest. Und seitdem hat London halt den Transferbereich nochmal abgeschottet, das heißt den Transitbereich. Das heißt, du kaufst dir in Frankfurt im Duty Free was, das musst du in London abgeben. Noch dümmer, du kaufst dir in USA oder wo du bist Duty Free was und willst damit nach Hause, fliegst über London und musst es in London lassen. Also ist auch schon vorgekommen. Generell ist so die Frage, was man von so Duty-Free halten soll, weil ich glaube nicht ernst, also ich habe es noch nicht so richtig verglichen, aber ich glaube auch nicht so richtig ernsthaft daran, dass man am Alkohol was spart, so, wenn man Alkohol irgendwie da kauft. Muss man genau darauf achten, in Ländern mit komischer Währung. Also in Ägypten ist, wenn man rennt, ich glaube, so Kreis, dann kennt man einen Wechselkurs, oftmals nicht, wenn man in irgend so All-Inclusive-Hotel war und dann gibt es bei Burger King, der ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher Flughafen es ist, in der Türkei, der kostet halt irgendwie 10 mal so viel der Burger. Und zwar tatsächlich. Und man weiß halt nicht, was die Währung ist, legt seine Karte auf den Tisch und kriegt dann die Abrechnung halt einen Monat später. Und schlau. Ich kann übrigens noch was anderes empfehlen, was mir gerade so einfällt. Denkt dran, wenn ihr Hotels bucht, und das ist jetzt, also ich hab's echt satt, ja, dass Hotels es im Jahr 2011 immer noch nicht schaffen, A, vernünftiges WLAN hinzustellen und B, also auch sowohl vernünftig in der Technologie als auch vernünftig bezahlbar und B,
es immer noch Hotels gibt, wo ich zum Beispiel die Schlafzimmer, also die Bettlampe ausstecken muss, um Strom zu haben. Deswegen, man kann da auch anrufen, so, hallo, habt ihr A, Internet, B, filtert es irgendwie auf irgendeiner Ebene Adressen, C, bitte? Das können Sie dir am Empfang sagen. Ja, können Sie im Zweifelsfall. Also, letztes Jahr war ich in Köln auf der Gamescom so und dann war halt das ein Hotel, ja, und dann surfe ich so rum und dann sagt er, du guckst Porn. Ich so, nee, Arsch. Aber der hat halt irgendwie gemeint, das wäre jetzt eine erotische Webseite und müsste die filtern, so, und wenn man dann wirklich Porn guckt, will ich halt auch nicht. und nee, das war eben noch nicht mal ein Hotel mit Pay-TV. Das war halt echt so eine Absteige, die halt, weil meine Firma zu spät gebucht hatte, muss ich halt das nehmen. Aber das ist, also so im Zweifelsfall A, sich übrigens darüber bewusst sein, wie man so nach Hause VPNt. Es gibt da ein ganz cooles Tool, wenn man gerade keinen OpenVPN-Server zur Hand hat, aber eine Shell. Es gibt da ein cooles Tool namens S-Shuttle. Das ist im Prinzip so ein Satz Python-Skripte, der dir SSH, also alle Ports, komplett IP-Traffic einmal per SSH nach draußen tunnelt. Mit einer Zeile so in der Shell, das ist echt ganz nett. So. S-Shuttle, also SSH-Attle. Was bei übertriebenen Kosten für WLAN sind, wäre es interessant, dass es Tunnel über den S. Tunnel über den S geht auch, ja. Aber die sind, ja, wobei das also bei der Telekom geht es, glaube ich, nicht mehr. Die meisten prüfen halt einfach nur, da haben wir irgendeine Proxy zwischengeschaltet, die sind am möglichen Zahl, das einfach dann umleitet. Und wenn du mal das Also Telekom hat halt einfach irgendwie, ich glaube, die haben halt einfach zwei DNS und der eine gibt dir halt nur die IP von der Telekom raus. Auch blöd ist übrigens, wenn man im Zug, also so dieses T-Mobile-Netz, das WLAN im Zug funktioniert so halbwegs ganz gut, kann ich so empfehlen, wenn man gerade einen T-Mobile-Account hat. Dann kann man sich ja auch mal von Kollegen leihen oder so. Also da, ich glaube, weiß gar nicht, mit welchem iPhone-Tarif, aber wenn du so ein iPhone mit einem bestimmten Tarif hast, dann hast du halt einfach überall an allen T-Mobile-Hotspots auch die Gelegenheit, das Hotspot. Bitte? Complete up M. Da hat man auch gleichzeitig so eine Flatrate für die Hotspots. Und die kann man sich natürlich auch an Freunde weitergeben, theoretisch. So. Fällt ja nicht auf. Ich benutze auch immer den von der Kollegin. Und das ist immer schon so weit? Urteilmäßig? Okay, ja. Also das funktioniert halt auch ganz gut. Das Dumme ist nur, wenn man permanent einen DNS-Eintrag DNS-Server im Rechner eingetragen hat, dann findet der halt app.railnet.train nicht aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe. Und dementsprechend kommt man da auch am Anfang nicht drauf, so, hey, warum geht das WLAN nicht? Ach, ist ja doof. Und dann stellt man fest, dass man seinen DNS-Eintrag löschen muss und den vom Zug selber nehmen muss, um irgendwie ins Internet zu können. Aber so Tunnelei aller Art ist auch sehr empfehlenswert, wenn man unterwegs ist. Und beim Hotel anzufragen, ob man dann neben dem Kopfende vom Bett einen Stecker hat oder zumindest ein Zimmer haben kann, das featured, ist vor der Buchung auch sinnvoll, weil ich das halt auch schon echt mehrfach gehabt, dass es echt nervig war. Entweder du hast kein Telefon oder du hast, also so da, wo man nochmal morgens den Wake-up-Call mitmachen, also so dieses, den Weckanruf mitmachen lässt oder sowas, oder man hat halt keinen geladenen Laptop, weil das ist halt so die einzigen beiden Checker da. Das ist halt alles schon vorgekommen, da sind nicht alle Hotels auf der Höhe. Ja, genug erzählt. Gehen wir noch was? Ansonsten, Wir haben nochmal eine Frage wegen der Leiterstecke, und das ist ja schon ja. Ja, da gibt es auch nicht viel. Also es gibt so Dreiersteckdosen, die sind so groß, aber die sind echt extrem unbrauchbar. Ich glaube, die haben auch nur so, ich kenne mich jetzt nicht in der Steckerterminologie, aber es gibt ja die fetten Stecker und es gibt die nicht fetten Stecker. Und ich glaube, die können auch nur die nicht fetten Stecker. Ja, ich glaube, welche, die uns in die geht das? Ah, ja, okay, dann gibt's das. Siehst du? Aber dann das Problem da ist, dass es relativ oft irgendwie an der Bettkante hakt oder an irgendwelchen anderen Geschichten. Also so richtig einsetzen, universal einsetzen kann man das nicht. Vielleicht hat man so einen Teil mit einem kleinen Kabel irgendwie, soll man das selber irgendwie, das halte ich durchaus für möglich, wenn man da so ein bisschen bastelt. Ja? Ja, was ich für nicht viele Reisen auch empfehlen kann, ist immer Wasser dabei haben. Immer Wasser dabei haben ist extrem wichtig. Und das, du hast total recht. Also auch so.
es passiert halt echt häufig, dass man dann so am Zielort ankommt in England, dann hat man sich vorher schön irgendwie dicke Pfundbündel getauscht, aber da gibt es halt nur so Automaten, wo man so einzelne Münzen reinschmeißen muss und dann sitzt man dann auch schon schnell im Bus, im Überlandbus, 6 Stunden irgendwie in die andere Stadt und dann merkt man so, scheiße, ich bin irgendwie gelandet, ich habe mir gerade nichts zu trinken kaufen können, dann sitze ich die ganze Zeit bis zum Ziel im Bus und dann wird es auch schon echt eng mit, also es geht dann einfach auf die Gesundheit. Also so im, wenn man sowas irgendwie antizipieren kann oder auch wenn man es einfach standardmäßig machen möchte, in den Koffer, den man eincheckt, Flüssigkeiten packen, ist eine sinnvolle Sache, wenn man einen Koffer hat, den man eincheckt und wenn man keinen hat, dann zumindest darauf achten, dass man irgendwie Kleingeld hat oder sowas, um sich am Zielort, gibt es eigentlich fast immer in Flughäfen so Automaten, ist nicht günstig, aber dass man sich zumindest am Zielort schnell was zu trinken holen kann, wenn man weiß, dass man, oder nicht weiß, wann man ansonsten irgendwie zum Einkaufen oder zur Gastronomie kommt. Gut, ansonsten danke fürs Zuhören.